Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück und herzlich willkommen auf wahrscheinlich der geilsten Map, die wir aktuell hier drin haben, überhaupt. Auf Express, Leute. Ich glaube, jeder von euch, der schon mal COD gespielt hat, kennt Express als Map. Und ich dachte mir zu dem Video, was wir direkt heute hinterherhauen, nach dem gestrigen Video, dass wir einfach eine Runde Express währenddessen spielen und ich euch dann erzähle, was mit dem neuen Update passiert ist, was ich weder gestern wusste, noch heute Nacht. Nein, nein, nein. Er hat ein Messer. Mit dem neuen Update, Leute, gestern ist Folgendes passiert. Wir haben relativ viele genaue Infos von Treyarch bekommen über das, was sie in dem Update geändert haben. Aber es ist auch etwas dazugekommen, was sie nicht reingeschrieben haben. Und das ist sogar einer der größten Punkte aktuell. Und jetzt werdet ihr euch fragen, was meint er denn? Leute, das Line und das Dropshotten, beziehungsweise das Headshotten, Dropshotten war völliger Quatsch, ist komplett überarbeitet worden und nichts davon steht in den Patch Notes, in dem Update, irgendwo. Es steht einfach nirgendwo. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was genau passiert ist, werde ich euch das ganz genau erzählen. Wenn ihr spielt, werdet ihr eventuell merken, dass das Line sich anders anfühlt. Das gesamte Movement fühlt sich einfach anders an. Und der Grund dahinter ist, dass sie das Sliden schneller gemacht haben, als es vorher war. Das heißt, ihr könnt jetzt, wenn ihr das mal im Vollsprint macht, ihr könnt sliden, ihr slidet schneller, aber dann kriegt ihr eine, ich sag mal, Bestrafung sozusagen. Diese Bestrafung war bisher so, dass ihr eben nach einem Sprint, wenn ihr dann geslidet seid, konntet ihr relativ schnell wieder loslaufen. Jetzt nach dem Update ist es so, dass ihr nicht nach dem Sprint wieder schnell loslaufen könnt, sondern dass ihr einfach im Prinzip slidet und dann kaum vorankommt. Ihr slidet und dann habt ihr erstmal so eine Penalty, sag ich. Oder sagen die Gamer in der Regel. Eine Penalty, dass ihr euch nicht mehr schnell danach bewegen könnt. Und das ist signifikant. Jeder Pro-Player, der in einer Woche die ersten CWL-Matches spielt, wird es feststellen. Und jeder von euch wird es feststellen. Das heißt, probiert es gerne aus in der privaten Lobby notfalls. Ihr lauft hier, slidet und guckt, wie schnell ihr dann wieder im Vollsprint geradeaus laufen könnt. Genauso, ihr slidet und geht dann ins Ziel. Wenn ihr einen 1:1 Vergleich macht, ist das Sliden schneller gemacht worden, aber die Zeit, wie ihr euch dann rausbewegen könnt, langsamer. Und es gibt noch einen, ich sag mal, Nerf, den sie reingehauen haben, von dem sie überhaupt gar nichts erzählt haben. Und da zeige ich euch auch was. Und zwar war es vorher so, wir gehen mal auf hier eine offene Fläche und dann werdet ihr es ganz genau sehen können. Den holen wir dann nochmal kurz runter. Wenn ihr früher gesprungen seid, im Sprint, konntet ihr nach dem Sprint, gerade nach dem zweiten, nochmal etwas weiter springen und konntet relativ schnell wieder laufen. Jetzt ist es so, ihr springt und dann bleibt ihr eigentlich stehen. Und das zeige ich euch mit dem Aim hier. Ich springe und ich will eigentlich weiter. Natürlich werde ich getötet, wenn ich euch jetzt zeigen möchte. Hier ist die gute Wand. So, ich bin im Aim. Ich springe zur Seite und ich drücke den Controller so weit ich kann zur Seite. Aber nach dem Sprung, wenn ich sozusagen lande, bleibt er erstmal hier stehen. Das heißt, ich laufe, springe und er bleibt erstmal stehen. Ich kann den Controller nicht mehr weiter zur Seite nehmen. Das heißt, das Jumpshotten haben sie signifikant geändert im Sinne von, ich springe, möchte hier jemanden anziehen und mich dann schnell weiter bewegen. Das geht nicht mehr. Das bedeutet also, wir werden uns, gerade was die ganzen Pro-Gamer angeht, die jetzt die CWL-Liga startet, wo jetzt auch die ganzen wichtigen Matches starten, werden absolut begeistert sein, dass sie so eine Update und so eine Änderung mal wieder kurz vor den Turnieren und kurz vor den Meisterschaften bekommen haben. Wenn ihr das noch nicht gemerkt habt beim Zocken, kann ich euch nur empfehlen, du kannst mit deinem Messer absolut dahin gehen, wo du willst, aber nicht zu mir. Ich kann euch nur empfehlen, Leute, probiert es gerne im Game mal selbst aus. Das heißt, ihr könnt einfach irgendwo hinziehen, springt rüber und guckt mal, wie lange ihr braucht, um dann von diesem Rüberspringen die Möglichkeit zu haben, wieder weiterzulaufen. Ist mit dem Update rausgekommen. Exclusive Ace war wieder mal der allererste, der es mitbekommen hat. Bei mir in den Kommentaren habe ich ein paar gesehen, die gesagt haben, das Aim und das Movement fühlt sich komisch an. Das ist die Erklärung dafür. Kurzes Video heute. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus, haut rein.